So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wie ihr alle wisst, außer ich, es gibt ja momentan dieses besondere Outfit, was man bekommen kann, wo man in den Sommer starten kann, aber das gibt es nicht einfach so. Das ist ein bisschen tricky, denn das gibt es eigentlich nur in den USA. Jetzt hat mir der Kollege Thomas aber gezeigt, wie ihr euch das trotzdem holen könnt mit einem kleinen Trick. Erstmal gehen wir hier dazu auf Telegram. Er schreibt dir halt so, beziehungsweise ist das bestimmt kopiert, aber am besten neue Mailadresse machen oder eine nehmen, die man sonst nicht braucht. Dann erstens Tunnelbier VPN installieren und anmelden und VPN in USA setzen. Wir werden also jetzt erstmal Tunnelbier, Bär, wie auch immer, Tunnelbier VPN. Boah, was ist das für ein Bier VPN? Das also erstmal runterladen mit diesem Bären, der aus diesem Tunnel rauskommt. Wir packen das mal hier drauf. Es wird installiert. Wir öffnen es auch direkt. Kostenloses Konto erstellen. Ich bin mal ganz mutig. Ich melde mich mal mit meinen normalen Sachen an. So. Wir haben dir einen Bären geschickt. Bitte sieh in deinem Postfach nach, um sicherzustellen, dass wir den Bären an die richtige Adresse geschickt haben. Weiter. E-Mail erneut senden. Gut, jetzt gucken wir mal kurz in die E-Mails rein. Habe ich das überhaupt? Ich glaube, das muss ich auch noch runterladen. Ach, ich lade mir nochmal die E-Mail-Sachen runter. GMX. So. Ach, muss ich auch installieren. Gut, wir gucken kurz in die E-Mails rein. So, wir sind jetzt also in den E-Mails. Habe ich mir gleich die App natürlich draufgepackt. Tunnelbier. Danke, dass du ein Tunnelbier heruntergeladen hast. Bevor der eigentliche Spaß beginnt, musst du noch einen Schritt absolvieren. Bestätige bitte dein Tunnelbier-Konto, indem du unten auf den Link klickst. So, drück mal halt mal hier. Auf Konto bestätigen. Jetzt kommen wir wieder hier hin. Und der Bär freut sich und guckt sich den Brief und schnüffelt dann den Briefumschlag rum. Vielleicht ist er mit Klebstoff versetzt, deswegen ist er jetzt richtig gut gelaunt. Wir sind jetzt... Was ist denn Remembier, Tunnelbier? Holen Sie sich die Bären Essentials. Ja, egal, so. Keine Ahnung, ich gehe nochmal zurück, da wo wir eigentlich waren, nämlich hier in dem Bier-Tunnel, Tunnelbier-Dings, Tunnelbier getrennt. Automatisch, verbleibendes Volumen für diesen Monat. Unser Bär ist also jetzt hier, an der Seite hängt auch noch einer, 500 MB diesen Monat übrig. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt hier überhaupt funktioniert. Eigentlich müssen wir ja, packt man den, tun das mal weg. Ich glaube, man muss den selber hier rübersetzen irgendwo. Das sind sowieso nur einzelne Sachen. Ihr seht hier, Kanada könnt ihr nehmen, ihr könnt United States, Mexiko. Wir setzen es also einfach mal hier hin. Ob der jetzt da rauskommt, dann müsste der aus dem Tunnel rauskriechen. Jetzt hängt er da raus. Es steht auf jeden Fall da verbunden, okay. Die VPN müsste theoretisch also jetzt schon in den USA sein. Tunnelbier, United States, du surfst jetzt privat. Okay, lassen wir das mal so. Gehen nochmal zurück, denn wir haben ja hier diesen Link. Samsung.com, US Mobile Summer of Galaxy Owner Rewards. Jetzt gehen wir mal auf diesen Link, weil es dabei steht, dass das eben nur für Leute in den USA eigentlich gilt. Oh, mach doch mal die Werbung hier weg, überall. So, Belohnung der Woche. Hier seht ihr das nämlich, Pokémon Go Galaxy Avatar Outfit. Fangen Sie alle mit Stil. Vom 13. bis 19. Juli erhalten Galaxy-Besitzer ein exklusives Pokémon Go Galaxy Avatar Outfit. Einlösungscodes für das Pokémon Go Galaxy Avatar Outfit gelten nur für Einwohner der USA DC. Details anzeigen. Hören wir mal dahin. Ja. Also bis zum 19. Ihr müsstet euch also beeilen, deswegen das Video kommt extra so spät, dass es keiner mehr kriegt. Einloggen, jetzt loggen wir uns wieder ein. Continue with Google.
Das könnte man, glaube ich. Samsung-Account. Ich habe ja in dem Sinne keinen Samsung-Account. Ich gucke mal, wenn ich meinen Google nehme, ob das dann dahin kommt, wo ich hin möchte. So, ich habe jetzt also mein Google-Konto komischerweise damit verknüpft, ohne jetzt direkt ein neues Samsung-Konto anzulegen, habe ich mein Google-Konto, was ich habe, was ich sowieso eigentlich nutze, mit Samsung verknüpft. Und wenn ich jetzt auf Details anzeigen gehe, zeigt es mir nochmal das und ich soll eine E-Mail-Adresse angeben, wohin der Bestätigungscode geschickt werden soll. Da gebe ich jetzt also meine Haupt-E-Mail-Adresse ein, normalerweise, weil die für Pokémon Go ist eigentlich eine andere, als ich so habe. Das habt ihr ja vorhin eh gesehen hier, Ramses 9. Gebe ich das mal ein, gehe mal auf Code senden. Ah, da war noch Erfolg, Ihr Code wurde geliefert. Da war hinten noch ein Leerzeichen drin, deswegen ging das nicht. Der Code wurde geliefert. Jetzt können wir das eigentlich zumachen. Den Tunnel Bier brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Wir lassen ihn trotzdem noch mal kurz auf, gucken bei GMX wieder rein. Samsung Rewards. So, jetzt sind wir in den E-Mails. Wir haben jetzt hier einen Code bekommen sozusagen. Das müsste dieser fette Code sein, der hier dazwischen steht. Den habe ich mir jetzt mal kopiert. E-Mail überprüft. Okay, der Bär freut sich auch. Der Bär macht alles. Wir öffnen jetzt mal Pokémon Go und geben das mal eigentlich bei den Gutscheincodes und dann müsste das vielleicht funktionieren. Wir gehen mal runter auf Promo-Codes und dann bin ich mal gespannt, ob das jetzt funktioniert. Wir lösen hier diesen Code ein und haben. Wow. Vor allem, wir bekommen zwei Mützen und zwei T-Shirts. Vielleicht dann eben weiblich und männlich, ansonsten keine Ahnung. Aber ist das so ein Unterschied? Wir gehen mal auf Individualisieren. Wir wählen das mal kurz aus. Aus Versehen habe ich ja diese komische Mütze da gekauft gehabt. Hier Summer of Galaxy, Samsung Galaxy, Batik-Kappe. Setzen wir uns mal auf, damit die Leute sich gleich fragen, was ist da denn los? Wo hat er das denn her? Wir nehmen uns hier noch dieses hässliche Shirt dazu, Batik-Shirt. Die Hose können wir so lassen und jetzt sehen die Leute, Alter, der hat Tunnelbier benutzt. Ach, keine Ahnung. Ich hoffe, irgendwie geht es als Tutorial durch, dass ihr wisst, wie man das jetzt macht. Wie gesagt, ihr habt leider nur noch bis Sonntag Zeit, also bis zum 19. genau. Was ist heute eigentlich? Freitag. Ich werde jetzt rausgehen, werde jetzt die neue Forschung versuchen und machen. Ich hoffe, euch hat das irgendwie geholfen. Ansonsten weiß ich auch nicht. Ich schicke euch einfach, in die Beschreibung packe ich einfach nochmal diesen Link rein, dass ihr das selbst anhand dieser Beschreibung genauso wie ich nochmal machen könnt. Das war es aber von meiner Seite aus. Danke an den Thomas natürlich für den Tipp. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.